Bei The Voice of Germany scheint es eine magische Zahl zu geben, schon wieder war es nämlich ein 17-Jähriger, der die Chorschees mit seiner Performance umhaute. Mehr zum Thema The Voice of Germany Hammer, Kandidat Benedikt sorgt für eine riesige Überraschung. Zickenzoff bei The Voice, alle Jungs gegen Yvonne Ketterfeld, gelungener Prank bei The Voice, Weltstar Rita Ora gibt sich als Kandidatin aus. Er stand noch nie auf der großen Bühne, geht noch zur Schule, hat aber trotzdem schon eine absolute Hammerstimme. Trotz guter Vorsätze muss Yvonne Ketterfeld nach seinem Auftritt doch die Taschentücher rausholen. Die 38-Jährige muss sich zusammenreißen, tief durchatmen, als Gregor Hegele den Song The A-Team von Ed Sheeran vortrug. Schon bald kullerten ihr die ersten Tränen über die Wangen. Nach dem letzten Ton gab es Standing Ovations für den Stuttgarter und Yvonne resümierte: Ich habe gesagt, ich heule heute nicht. Hat super funktioniert. Einfach nur Stern nach Stern, Gregor Hegele mit der A-Team von Atedis Fotos. Sein Video gibt's via 1 Raute Link in Bio und in unserer 2 Raute Instagram Story. Raute TVK Post Share It by The Voice of Germany, at The Voice of Germany, on DC7. 2017 AT 1:10 PM PST. Ich habe überall Gänsehaut, die Sängerin konnte nicht anders, als das junge Talent zu loben. Gregor, du hast so was Natürliches in der Stimme, was so erwärmend, umarmend ist. Ich fand es unglaublich gefühlvoll. Mir fehlen die Worte, es war so toll, ich habe überall Gänsehaut. Befundnis Coach Konkurrent Samu war sich sogar schon bei den Blind Auditons zu Beginn der Staffel sicher, dass Gregor ins Finale kommt. Nun hat er es auf jeden Fall schon ins Halbfinale geschafft. Übrigens, auch Gastcoach Demi Lovato war ganz angetan von Gregors Stimme. Die US-amerikanische Confident-Interpretin schloss: Das war wunderschön. Es ist ein reifer Klang, den ich so nicht von einem 17-Jährigen erwartet hätte. Die Top 3 aus Yvonnes Team natürlich schafften aus Team Yvonne 2 weitere Talents den Sprung ins Halbfinale. Zum einen Bebe Tomaz, die mit einer Performance zu Listen von Bayonne begeisterte. Nach dem Auftritt der 33-Jährigen sagte Yvonne: Ich bin so froh, der Song ist wie